this is a bandit, son. Can we slide right into your convoy there? Come ahead on, bandit. We'll slip you into the rocking chair. Play a little hide and seek. The welcome mat is out, and you're coming home. 10-4. Alrighty, 10-4, 10-4. Ja, CB-Funk, ihr habt es im Intro gesehen. Puh, ist das windig hier. Ja, ich möchte mir CB ins Auto bauen. Ich bin gerade am Testen und Einstellen. Deswegen nehme ich euch nochmal mit nach Hause mit dem Einbau. Und dann fahren wir wieder raus und testen das Ganze mal. Also, los geht's. CB-Funk. Wollte ich schon die ganze Zeit machen. In den USA habe ich das nicht gemacht, weil da gibt es nur 40 Kanäle. Wir dürfen hier ein bisschen mehr. Und die meisten nutzen die Ping-Pong-Pow-Geräte, Ham-Radios, wo hier eine Amateurfunklizenz benötigt wird. Deswegen habe ich mit dem CB gewartet, bis ich in Deutschland bin. Und das möchte ich jetzt heute mal einbauen. Also viel Spaß. Bevor ich mit dem Einbau beginnen kann, müssen erstmal ein paar Dinge raus. Für die Kabelführung nach vorne habe ich mir überlegt, ich will das Ding durchs Tailgate ziehen. Das Ganze soll hier oben am Reifenträger nachher fest sein. Kabel hier zu den anderen durch und dann auf der rechten Seite, Beifahrerseite, nach vorne führen. Soll schon reichen. Dann geht es hier weiter, weil das Kabel soll nachher von hier hinten hier rum nach vorne. Dazu kennt ihr sicherlich aus vielen anderen Videos einfach diese Christmas Tree Clips mit einem Trim Panel Tool raus, das bisschen lösen. So, das Ganze dann vorne Beifahrerseite 1, 2, 3 und vorne drin im Fußraum ist es geklipst. Das Kickpanel. So, dann ist die Idee, weil ich keinen Festeinbau möchte, das Kabel, das Antennenkabel so hier hinzuführen, dass es hier drüben im Beifahrerfußraum herauskommt und ich das Funkgerät dann hier an die 12 Volt Zündungsplus Stromdose da einfach reinstecken kann. Das Funkgerät hat schon so einen 12 Volt Zigarettenanzünder dran. Und dann kann ich es auch wieder rausrufen, wenn ich es nicht mehr brauche oder dass da nichts wird. Gut. So, und bevor ich jetzt munter Kabel ziehen und einbauen kann, wenn ihr euch Funk ans Fahrzeug baut, ist eins recht immens wichtig, nämlich dass eure Antenne oder der Einbaupunkt eine Masse hat. Wenn ihr keine massefreie Antenne habt, die gibt es auch. Ich bin kein Funkprofi. Meine braucht eine Masse und deswegen ist wichtig, dass hier oben diese Stelle, wo die Antenne mal sitzen soll, auch mit der Karosserie verbunden ist. Wenn das nicht geerdet ist, dann macht man sich sein Funkgerät kaputt, weil keine Sendeleistung rausgeht, sondern wieder zurück in die Endstufe und dann ist es hin. Jo, das ist also wichtig zu checken, wenn man keine massefreie Antenne hat. Gut, um den Masseschluss, also dass ich Durchgang habe, reicht ein einfaches Multimeter, dass man dann hier auf dieses Pieps-Symbol, ich weiß nicht, wie das heißt, andere sagen immer Prüflampe, aber ist ja keine Prüflampe, ist ja kein Strom auf dem Auto. Und dann hört man das, okay, da ist Durchgang. Und da piepst sich jetzt einmal durch zum Beispiel. So. Und jetzt kann ich hier irgendeine Schraube, die an der Karosserie ist, die hat ja gar nichts mit dem Tailgate zu tun. Karosserie ist Masse und dann kann ich schauen, okay, habe ich jetzt hierzu einen Durchgang. Ich muss natürlich einen guten Punkt finden, zeigt mir hier. Hier das Scharnier ist zum Beispiel und dann hört man es piepsen. Also habe ich schon mal von der Karosserie bis in das Ding hier jetzt habe ich schon mal Masse. Jetzt kann ich gucken, okay, habe ich von dem Scharnier bis da irgendwo piepst auch. Die Masse sollte schon gut sein, also nicht so ein Wackelkontaktchen. Da piepst es auch. Und dann muss ich einmal von hier unten irgendwo hier hoch. Und da ist es tot, weil hier das ist natürlich pulverbeschichtet.
So, dann gehe ich also hin, entferne eine Schraube, mache das bisschen blank und schaue, dass ich hier oben auf jeden Fall dann die Masse, dass sie dann ankommt. Und wer den Einbau von dem Tire Carrier gesehen hat, ich smart ass, ne, habe natürlich hier überall schön RTV, so ein Silikon drauf geschmiert wegen Korrosionsschutz. Ich glaube, besser kann man nichts isolieren gegen Strom. Ja, aber durch die Schrauben, die hier in die Karosserie gehen, habe ich Durchgang. Von daher, sonst hätte ich den Quatsch irgendwie anders lösen müssen. Gut. So, da habe ich jetzt hier einfach eine kleine Rundpfeile. Zack, da ist die tolle Pulverbeschichtung schon weg. Und innen muss natürlich auch ein bisschen blank sein. Ich feile mir jetzt natürlich nicht das Gewinde weg da innen drin. Das wird nur blank gemacht. Dasselbe mache ich noch hier oben unten drunter. Naja, wenigstens war die Qualität der Pulverbeschichtung das Geld wert. So, jetzt habe ich das hier schön blank gefeilt. Hier oben ist blank und jetzt kann ich das checken. Hier ist also später mein Massepunkt für die Antenne. Hier wieder das Karosserie-Ding. Weiß nicht, ob man es hört, aber es piepst. Das heißt, das ganze Ding ist jetzt geerdet. So, dann um von eurem Reifenträger durchs Tailgate zu kommen, seht ihr hier einmal den Durchgang für das dritte Bremslicht. Da ist so ein kleiner Gummistopfen drin, den könnt ihr rauspoppen und dann ein bisschen öffnen. Dann kommt ihr hier innen drin raus. Schaut mal, ich habe das hier mal angefangen. Hier nicht an der Seite hebeln. Ne, hier ist das nur abgestützt, das bricht ab. Man sieht hier der weiße Kunststoff, da hat ein Vorgänger mal hier angefangen. Sondern das auf der Seite einfach per Herz rauspoppen. Und dann geht das Gitter so raus. Und dann seht ihr hier die Steckverbindung für das dritte Bremslicht. Und das Kabelchen kommt hier hinten raus. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es hier noch durch die quasi die Lüftungsschlitze reinzugehen. Die sind dann allerdings dadurch, dass hier ein Kabel durchgeht, auch nicht mehr dicht. Oder in meinem Fall ist das möglich oder vielleicht auch mit dem Standard Tire Carrier einfach eine Schraube weglassen. Die sind ja hier jetzt nur noch blind bei mir. Hier könnte ich eine Schraube weglassen, dann komme ich allerdings hier raus. Und wie ich da das Kabel gefischt kriegen soll, keine Ahnung. Ich werde mal hier durch den Grommet hier, denke ich, gehen und das noch ein bisschen größer schneiden. So, hier ist also die Montage. Das hier ist so ein Federfuß der Äste oder sowas. Ne? Ja, mal gucken, nicht, dass mir die Antenne nachher dauernd gegen das Auto donkt. Das hier ist ein sogenannter Ring Connector von der gleichen Firma. Das ist ein Fire Stick. Gibt's, ich glaube, hier in Deutschland nicht. Aber die Funkläden haben so viele gute Sachen. Da holt euch eine andere Antennenmontage, Kabel, pipapo, geht's auch hier unten rein. Und wenn ihr euch ein Antennenkabel holt, dann würde ich mich für so eins entscheiden, das den Stecker noch nicht am Ende aufgelötet hat, weil der ist doch ganz schön massiv, der Stecker, und das werdet ihr nachher sehen. Das lässt sich dann besser durch engere Stellen hier fädeln. Hier käme ich zum Beispiel nicht mehr durch, wenn der Stecker schon draufgelötet wäre. Also zum Strippenziehen sind die Enden ohne Stecker besser. Mal neben dem Bremslichtkabel. So. Und dann gehe ich über den Gummistopfen ins Fahrzeuginnere. Den mache ich jetzt mal kurz raus. Irgendwo habe ich noch einen rumfliegen. Einfach hier einen Schnitt mit dem Teppichmesser reinmachen. Wenn es immer mehr Kabel werden, hier innen drin vielleicht das Loch vergrößern. Und dann ist gut. Und gehe von außen durch das Loch, wo ich den Grommet weggezogen habe. Und das schiebe ich jetzt quasi hier durch. Und dann geht es hier entlang. Da ist er.
und dann boing, boing, fertig. So, dann nehme ich den angesprochenen Rubber Grommet, wie er heißt, und drücke die Kabel da rein. Mache die Öffnung nach unten, die ich da reingeschnitten habe. Ich hoffe, man sieht es hier schwarz auf schwarz im Dunkeln. Peng. Hier ist der Grommet und jetzt sind halt drei Kabel drin, statt wie normalerweise eins. Wie gesagt, ohne das TerraFlex Rack ist das Ganze ein bisschen zugänglicher. Ist jetzt ein bisschen Gefummel, aber es wird irgendwie funktionieren. So, dann sind wir erstmal da und jetzt geht das hier rein und ihr seht, es ist nichts gequetscht, es geht alles wieder zu. Das Kabel kommt hier hinter dem Hardtop raus, das heißt, ich kann es jetzt einfach entlang hinter den Teppich legen, hintere Beifahrerseite, vordere Beifahrerseite und dann den Fußraum. Ich hoffe, es ist lang genug. Dann noch die Zurösen und die Verkleidung dran. Das ist ein T30. Das Kabel ist soweit verlegt, alles durch, alles dran. Hier geht es rein, hinterm Teppich lang. Dann hier durch. Dann kommt es hier weiter. Und das war jetzt ein 18-Fuß-Kabel, 6 Meter. Dachte ich, oh, viel zu lang, habe ich noch Schleifen übrig. Nicht abschneiden, wenn es zu lang ist. Großzügig aufrollen, keine kleine kompakte Induktionsschleife bauen, sondern die Antennenkabel sind auch von der Länge her abgestimmt. Das war jetzt ein 18-Fuß-Kabel, 6 Meter und ich komme dann hier raus. Jetzt wird noch der Stecker aufgelötet und dann soll das Funkgerät später mal hier irgendwo sitzen. So, hier ist das Kabel. Und jetzt sieht man, glaube ich, was ich meine. Der Stecker hier, der ist nicht gerade klein. Und mit dem kommt man nicht mal eben so durch jedes Löchlein in der Tür oder sowas. Deswegen löte ich den jetzt auf. Okidoki. So, ihr seht, das Antennenkabel, einmal äußere und eine innere Leitung, das ist wie so ein Koaxialkabel. Bei Satellitenschüsseln oder sowas hat man das schon mal gesehen. Das wird jetzt der äußere Schirm oder Leitung, die wird jetzt einmal umgeknickt. Natürlich den Überwurf nicht vergessen. Das wäre traurig. Und dann geht das wie beim Satellitenkabel, wird das einfach so draufgeschraubt. So, und dann sieht man hier in der Mitte ist es hohl. Das wird jetzt verzinnt und damit ist der äußere, ich nenne es jetzt einfach mal äußere Leiter und hier der innere Leiter und die sind voneinander getrennt durch die Isolationen. Oh, was bleibst? Ah, gut, da kommt meine dritte Hand, sehr gut. Sehr gut. Frieda, weg, Frieda, weg. Schon zu spät. Frieda, geh weg. Dackel. Hat sich nichts getan, alles gut. So, der Stecker ist jetzt hier oben drauf verlötet. Also diese hohle Nadel da mit Zinn voll. Ich hoffe, ich habe meinem zweiten Vorname kalte Lötstelle nicht alle Ehre gemacht. Und dann schaue ich mal weiter. Hey, hey, ich hoffe, der Wind stört nicht so stark. Also, ja, bei mir zwischen den Häusern funken und testen und einmessen ist nicht so gut. Deswegen bin ich jetzt mal an eine sehr exponierte Stelle. Rundherum ist nichts in der Nähe. Dann gehe ich einmal kurz über das Zeugsfeld drüber, was man so zum Anfang braucht. Das hier ist nochmal exemplarisch. Das hatte ich immer so auf Kurzstrecken drüben in Amerika dabei. Das sind so Blister Radios im FRS, also Family Radio System heißt das drüben. Hier ist es, glaube ich, PMR oder Freenet. Halbes Watt Sendeleistung sind ganz gut für Fahrer und Spotter. Da muss man nicht rumplärren oder so. Haben auch eine Vox-Funktion.
kann ich hier in Deutschland oder Europa, glaube ich, generell nicht mehr in Betrieb nehmen. Nur mal zu Demozwecken gibt es auch hier in Europa die Dinger. Ganz gut auf kurzen Strecken. Dann das CB-Funkgerät. Ich halte mal zum Vergleich meine Hand dagegen. Also die Dinger sind heutzutage mini. Ganz kleines Teil, was ich mir da geholt habe. Und das wird dann eingebaut. Dazu kommt noch ein Mikro. Da gibt es auch ganz unterschiedliche. Das hier ist, denke ich, jetzt mal so die Einsteigerklasse. Das liegt alles so im Bereich 80 bis 100 Euro, 120 vielleicht. Und zwingend notwendig ist dann ein sogenanntes SWR-Meter, Standing Wave Ratio. Das ist die Stehwelle, das Stehwellenverhältnis. Jede Antenne muss eingestellt werden, auch wenn er den Einbauort ändert oder die Antenne wechselt. Das ist kein einmaliges Ding. Kann man sich ausleihen, kostet allerdings auch nur 10 bis 20 Euro, je nach Ausführung. Und da man die Antenne immer wieder neu einmessen muss, wenn man sie wechselt oder so oder den Ort verändert, am Kfz oder am Haus, habe ich mir eins gekauft, das ich auch behalte. Und ja, und das ganze Ding hat noch einen Halterahmen. Gibt's auch so, ist auch so ein Haltebügel dabei. Wird dann einfach so eingeschoben und dann kann man so im Kfz verbauen. Ja, was mache ich denn? Und was ist das? Das ist ein Stehwellenmessgerät. Alrighty, so, das ist jetzt alles mal grob angeschlossen. Hier ist das Stehwellenmessgerät, das Funkgerät natürlich, dein Zigarettenanzünder rein, das Antennenkabel. Ich zeige es mal kurz. Da ist das, was ich verlegt habe. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen. Eine kleine Brücke braucht man noch, um das Gerät natürlich einzuschleifen. Und dann schalte ich das einmal kurz ein. Mal gucken, ist jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Ding. So, das quetsche ich mal zu, die Rauschsperre. Und ich gehe mal auf Kanal 40 und zeige ganz schnell, wie ich die Stehwelle einstelle, so gut ich eben kann. Das Ding hat einen Forward- und einen Reference-Schalter, also erstmal auf FWD und dann auf die Sendetaste drücken. Dann schlägt die Nadel aus hier auf Set mit dem kleinen Gerät hier und während man gedrückt hält, auf Reference gehen und wow, Stehwelle von über 3, das ist nicht gut. Dann geht die Endstufe kaputt oder wird heiß. Das heißt, ich muss an der Antennenlänge was verändern jetzt. Okay. So, ich zeige es mal am Beispiel von der hier. Ist jetzt halt eben ein bisschen fummelige Arbeit. Also jede Antenne muss in irgendeiner Form dann eingestellt werden. Und hier bei der kann man sie verlängern oder verkürzen. Das mache ich jetzt eben. Verkürze sie mal ein bisschen, die ist ziemlich draußen. Und dann schauen wir uns die Stehwelle nochmal an. Dann geht der Prozess von vorne los. Ich schalte mal kurz auf Kanal 40. So, Forward, Senden, Set einstellen, Taste gedrückt halten, Reference. Oh, da sind wir schon unter 3. Okay, ich gehe mal Kanal 41. Das hängt mit den Frequenzen zusammen. Forward, Set und Reference. Da sind wir schon bei einem SWR von unter 2, also 1,7. Und so geht das jetzt hin und her, man muss irgendwo einen Mittelweg finden zwischen Einbauort der Antenne. Mir ist es wichtig, oder ich sag mal so, mein Firestick, die Anleitung sagt, ja, Stehwelle über 3 ist ein Problem und alles darunter sind die Amerikaner eigentlich recht entspannt. Ich werde mal sehen, vielleicht finde ich ja mal eine Gegenstelle, die mit mir spricht und dann verbaue ich das Zeug jetzt mal so, wie es ist. Und so habe ich es dann einfach hier verbaut. Mal gucken, ob ich hier ein bisschen Licht bekomme. So, Klettband und Zigarettenanzünder. Wie gesagt, ich wollte jetzt keinen Festeinbau. Das soll auch kein Profi-Funkvideo sein. Aber es ist wie immer auch für den Laien ganz einfach gewesen, sich das zu installieren. Ja, okay, vielen Dank für den Kontakt und ich sag mal, die Strecke bis zu dir ist ja schon einiges. Da kann ich ja mit meinem kleinen Gerät hier ja aus dem Auto raus ja schon zufrieden sein, Odel Fox. Ja, in jedem Fall. Deshalb staune ich, dass du da ein bisschen rüberkommst, das mobilerweise. Darf ich dich fragen, was für ein Gerät du hast? Das ist ein President
Bill. Ganz kleines Gerät und das habe ich mir erst jetzt gekauft, ich glaube um die 100 Euro. Zur Info, die Antenne ist ein Fire Stick, das ist eine 5/8 Antenne mit 6 Meter Kabel. Ja, wunderbar, also hast du alles richtig gemacht. Wenn ihr jetzt noch ja, ihr habt es eben mitgehört, offensichtlich bin ich halbwegs gut zu verstehen. Mein Tipp für so Laien, wie ich einer bin, geht zu einem Fachhändler und die stellen die Dinger teilweise auch noch ein. Die sind genauso günstig wie online, Amazon und Co. Dafür habt ihr einen besseren Service. Und wenn ihr mal Fragen habt, dann wird man da auch gut beraten. So, machen wir jetzt noch ein bisschen Picknick, oder? Hä? Also, Picknick. Ciao, ciao. No, man, you got your hands on, son. You got it, you lucky devil. You're about to come up on a convoy. Just keep the rubber bands set real tight. 10-4, 10-4, I'm playing.